Allein schon diese Widmung. Was soll ich da schon zu noch sagen? Also, ne? Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es eine neue Rezensionsreaction und zwar wieder zu einem Jugendbuch, zu dem ich auch noch eine Hintergrundgeschichte habe. Denn ich habe dieses Buch nicht spontan ausgesucht, sondern aus einem bestimmten Grund. Denn ich war ja mit Raphael auf der Leipziger Buchmesse bei dem Random House Blogger-Treffen. Und dort waren auch Adriana Popescu und Anne Freitag. Und als wir dann an dem Tisch von den beiden waren, habe ich den Namen meines Lieblingsfußballspielers gehört. Und war so, habe ich hier den Namen Mario Gomez gehört? Und den hatte Adriana nämlich irgendwie gesagt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das überhaupt alles so zustande gekommen ist. Aber dann hat sie gemeint, der kommt in dem Buch vor. Und ich so, das Buch brauche ich. Ich wollte es mir dann schon Sonntag auf der Buchmesse kaufen, aber da hatten sie es logischerweise nicht. Da es sich auch um ein älteres Buch handelt, das ist von 2017. Also eigentlich nicht, aber gut. Dann habe ich es direkt am Montag nach der Buchmesse in der Buchhandlung gekauft. Heute gibt es meine Reaktion dazu, beziehungsweise es ist diesmal noch nicht mal richtig eine Reaktion, weil irgendwie habe ich nur gefangirlt, denn es handelt sich um das ultimative Buch für mein Fangirl-Herz und ihr werdet noch erfahren, warum. Nicht nur wegen Mario Gomez. Aber ich erzähle euch erstmal, worum es überhaupt geht und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Es geht nämlich um Ein Sommer und vier Tage und das passt ja jetzt momentan auch recht gut, weil es ist ja bald Sommer. Und in dem Buch geht es um Paula. Sie ist 16 Jahre alt und eine sehr gute Schülerin. Ihre Eltern schicken sie dann den Sommer über für eine bestimmte Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, auf so eine Studienreise, damit sie eben in den Prüfungen gute Ergebnisse erzielt. Aber sie ist ja eh schon gut, von daher ist es jetzt, naja. Und die geht eben nach Italien. Und im, beziehungsweise schon vorm Bus, lernt sie den guten Louis kennen. Und Louis ist ein sexy Schmexi-Boy und fokussiert sich total auf Paula. Aus einem bestimmten Grund, den verrate ich aber nicht. Und als sie dann an der Raststätte Pause machen, gehen die beiden sozusagen verloren, denn sie werden vom Bus vergessen, weil die ganzen Jugendlichen, naja, sie sind halt alles Jugendliche und da macht man ja so ein bisschen Scherze, ne? Und deshalb fällt dann auch nicht auf, dass sie fehlen und da stehen sie nun in Bozen an einer Raststätte. Und ich habe mich schon mal sehr gefreut, weil Bozen, da war ich letztes Jahr mit meiner Oma. Und ich war so, da war ich. Und irgendwie freut einen das auch immer, wenn man so an einem Ort schon war, wo das Buch spielt. Aber leider war ich nicht in den darauf folgenden Städten. Denn Louis überredet Paula dann, ihre eigene Italienreise zu machen. Mit dem Lerncamp als Ziel, aber eben mit so einigen Zwischenstopps. Und Paula hat zwar Angst und Zweifel, aber Louis schafft es, sie zu überreden. Und zusammen besuchen sie dann eben so ein paar italienische Städte. Wenn man dieses Buch liest, man kriegt Hunger, man fühlt die Vibes, man denkt, man läuft mit denen zusammen durch diese Straßen von diesen italienischen Städten. Man will Eis und man will einfach nach Italien. Das ist halt einfach so. Ne? Also ganz ehrlich, dieses Buch Fernweh vorprogrammiert. Ich muss wirklich sagen, ich mochte diese Atmosphäre, die rübergebracht wurde, so gerne. Und Louis ist sowieso ein Cuter, wobei ich mich nicht hundertprozentig so in ihn verliebt habe, aber er ist schon. Also so ein paar Stellen, da ist mein Herz geschmolzen. Die kommen noch. Da ich die Rezensionsreactions nicht mehr so lang halten wollte, gucken wir uns jetzt erstmal die Reaktion an. Can you see that? One Direction. Love it. Also wenn das so weitergeht hier mit One Direction und Harry Styles, Bemerkung, ne? Dann kann es ja nur gut werden. Cuteness Overload gerade. Oh mein Gott. Cuteness.
ist Overload. I love him. I love Louis, weil allein schon der Name. Habe ich schon über den Namen geredet? Dass er Louis heißt? Louis mit W? Alle Namen, die Louis beinhalten. Preach. Hier haben wir dann also die dritte Erwähnung von 1D. Und ich liebe es. Auch wenn ich ja ein sehr großer Fan davon bin, dass öfters mal One Direction vorkommt, aber diese Seite ist der Grund, warum ich dieses Buch unbedingt direkt nach der Buchmesse brauchte. I love it. I love it. Mario Gomez. Ah! Gomez. Und dann einfach so seine ganze Fußballgeschichte. Ah! Und jetzt spielt er wieder für VfB Stuttgart und ich will auch ein Fußballtrikot. Okay. Ich muss jetzt schon einfach mal sagen, ich liebe es, weil es einfach in Italien ist und man kriegt so dieses Feeling und es ist so richtig cool einfach und man will einfach direkt nach Italien. Das ist genauso wie mit Winterzauber in Paris. Man will einfach nach Paris und hier will man einfach nach Italien und es ist so schön ein Sommerfeeling und ja, richtig cool. Was ich euch im Übrigen noch zeigen wollte, ist dieses Lied und auch dieser Künstler im Allgemeinen. Aber bezüglich des Buches ist es dieses Lied hier. Das heißt Human Way ist von Declan J. Donovan. Das ist einfach so das Lied meiner Meinung nach für dieses Buch. Es passt halt einfach so gut und ich habe den erst vorgestern live gesehen. Deshalb höre ich den auch auf Dauerschleife. Und dann habe ich hier lesen und seine Musik halt gehört und dann war ich so, oh mein Gott, dieses Lied, das ist einfach perfekt für dieses Buch. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Ich muss ja sagen, ne, das ist Sean Goals. So ein cuter Boy in einem Gomez-Trikot. I'm here for it. Ihr werdet euch jetzt denken, was will sie schon wieder, aber ganz ehrlich, mir ist gerade aufgefallen, dass das Lied von ihm, also er hat nur drei Lieder, ne, und zwei davon passen jetzt schon zu dem Buch. Ne, also ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist es mir gerade erst aufgefallen. Aber das Lied passt auch so gut. Musikempfehlung von mir bei meinem cuten Boy hier vorbeischauen. Not amused right now. Das ist doch nicht ihr Ernst. Irgendwie möchte die Kamera nicht mehr fokussieren, aber ist ja auch her. Ich habe das Buch jetzt beendet und es ist halt einfach so, man macht es zu und will einfach direkt irgendwohin eine Reise buchen, weil das einfach so ansteckend war. Wie ihr seht, dieses Buch ist für mein Fangirl-Herz geschrieben. Hashtag Mario Gomez und Hashtag 1D Forever. Also ich meine, wie cool ist das bitte? Ich habe mich da jedes Mal so drüber gefreut. Heißt, wenn ihr 1D haben wollt, dann lest dieses und die Stelle mit Mario Gomez, ne? Das, was danach kommt, Lieblingsstelle. Eindeutig Lieblingsstelle, das ist, da ist mein Herz geschmolzen, weil das war so cute von dem. Love it. Ich fand die Charaktere jedenfalls super sympathisch, vor allem auch die beste Freundin von Paula, die fand ich auch ganz toll, ich weiß auch nicht. Ich mochte auch Adriana, ihren Schreibstil, das war ja auch das erste Buch, was ich von Adriana gelesen habe, aber mir hat an manchen Stellen eben so ein bisschen der Funke gefehlt. Oder das ist bestimmt etwas, ihr kennt das ja. Für mich braucht ein 5-Sterne-Buch so dieses Gefühl in mir. Das hatte ich leider nicht, deshalb hat es nur 4,5 bekommen. Aber aufgerundet natürlich trotzdem 5 auf Goodreads. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt vielleicht inspirieren, nach Italien zu fahren oder dieses Buch zu lesen. Das beinhaltet ja eigentlich eine Fahrt nach Italien. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Da freue ich mich sehr drüber und dann sehen wir uns im nächsten Video.